Und ihr seid mittlerweile in der 243. Stunde der Motorola Mix Mission angelangt. Am Schluss sind es dann 246 Stunden. Jetzt gibt's für euch die nächsten Gäste. Am Plattenteller momentan Adrenalin. Und der wechselt sich immer so alle 5-6 Scheiben mit dem Gregor Wagner ab. Die Playlist könnt ihr immer live unter www.sessiondeluxe.com nachlesen oder natürlich bei uns auf der Seite. Das ist www.sunshine-live.de. Und genau da gibt's auch ein Gewinnspiel zur Mix Mission. Ihr könnt gewinnen eine Microsoft Xbox. Das Ganze in einer Limited Edition. Und da werden alle DJs, die in der Mix Mission gespielt haben, unterschreiben. Also es lohnt sich für euch. Mitmachen ist ganz einfach. Geht, wie gesagt, auf unsere Homepage und der Rest erklärt sich dann von selber.
Drop.
wissen. Einmalige Sonderaktion. Morgen zahlt Deutschland keine Mehrwertsteuer. Alle Produkte ohne 16% Mehrwertsteuer. Das gab's noch nie. Das gibt's nur morgen. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Sie kommen auch zu dir. Die Sunshine Live DJs rocken Germany. Tourdaten und Booking-Infos findest du im Internet unter booking.sunshine-live.de. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Jetzt wollen wir es wissen. Morgen zahlt Deutschland keine Mehrwertsteuer. Alle Produkte ohne 16% Mehrwertsteuer. Nur morgen. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Sunshine Life. Just live it. Ihr hört die Motorola Mix Mission, die 243. Stunde in dem Mix für euch. Adrenalin und Gregor Wagner. We'll be right back.
Stop and Go's
Sunshine Live Stauschau. A5 Darmstadt Richtung Heidelberg zwischen Heppenheim und Hemsbach. Verkehrsbehinderung durch Bergungsarbeiten. Fahrbahn ist auf einem Fahrstreifen verengt. 3 Kilometer Stau. Die A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Hemsbach und Heppenheim. Behinderung durch Neugierige. Achtung, stockender Verkehr. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. 3 Kilometer stockender Verkehr. A6 Nürnberg Richtung Mannheim zwischen Kreuz Weinsberg und Bad Rappenau. 6 Kilometer stockender Verkehr. Die A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Kitzingen und Kreuz Bibelried Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Stuttgart und Heimsheim. 6 Kilometer Stau. Bitte Vorsicht, das Stauende liegt hinter einer Kurve. Sunshine Live Motorola Mix Mission. In der 243. Stunde in der Mix momentan für euch Adrenalin und Gregor Wagner. Und mit den beiden unterhalten wir uns demnächst mal.
Jetzt wollen wir es wissen. Einmalige Sonderaktion. Morgen zahlt Deutschland keine Mehrwertsteuer. Alle Produkte ohne 16% Mehrwertsteuer. Das gab's noch nie. Das gibt's nur morgen. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Im Kino erleben die Kids heute die ersten zärtlichen Momente. Den ersten Kuss und... Gott, hast du kalte Hände? Ja, und immer mittwochs gibt's in Kinopolis die Sneak Preview. Immer donnerstags den Premierentag mit den neuesten Movies. Kinopolis. Mehr Kino geht nicht. Jetzt wollen wir es wissen. Morgen zahlt Deutschland keine Mehrwertsteuer. Alle Produkte ohne 16% Mehrwertsteuer. Nur morgen. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Sunshine Live. Extrem! Extrem! Wir sind unter euch. Unter euch. Ja, die Motorola Mix Mission in der 243. Stunde zu Gast. Adrenalin und Gregor Wagner. Und in wenigen Sekunden unterhalten wir uns mit ihnen ein bisschen. Zu Gast Adrenalin und Gregor Wagner. Hallo. Hallöchen. Hi. Ihr seid ja gerade mit eurer neuen Bush-to-Bush-Single Soul Shock extrem erfolgreich. Mehrere Wochen Platz 1 deutsche Clubcharts. Und ist ja auch nicht die erste Single, die ihr unter Bush-to-Bush rausbringt. Also es gab schon eine vorher, das ist aber schon eine ganze Weile her, ne? Ja, ein knappes Jahr, glaube ich. Also insgesamt ist es, du hast schon recht, die zweite Bush-to-Bush-Single überhaupt. Die erste hieß Hard Like a Rocker und kam irgendwann, ich glaube, das war jetzt vor einem Jahr. Und die zweite haben wir angefangen zu promoten im Sommer. Ich glaube, das war Juni, Juli. Und erschienen ist sie dann aber erst im Herbst und waren dann in den letzten Wochen halt ein paar Wochen auf Platz 1 in diversen Clubcharts und Dance-Charts und so. Warum habt ihr jetzt so lange gebraucht, ein Follow-up zu machen? Ich meine, die erste war ja auch schon ziemlich erfolgreich. Und also eine Nachfrage war ja da. Dann haben euch bestimmt ziemlich viele Leute gefragt, wann gibt es eine neue Single? Und jetzt habt ihr ein ganzes Jahr gebraucht. Also, woran lag's? Ja gut, bis sie letztendlich veröffentlicht wurde, hat es jetzt also, ich glaube, ein Dreivierteljahr gedauert, aber wir hatten die Nummer vor Sommer dann fertig und haben sie dann auf den Inseln promotet und dann mal die Resonanz gecheckt und dann auch eine ganz gute Zusammenarbeit mit den Jungs von Mumbutika gefunden. Da hat der Covid 16 einen Remix gemacht davon auf der B-Seite. Ich glaube, der ist auch ganz gut, der rockt auch ganz gut. Und ja, das braucht halt seine Zeit und man muss natürlich auch ein bisschen strategisch denken, wenn man das Ding dann irgendwie rausbringt. Mhm. Und ich glaube, der Erfolg hat uns da recht gegeben, dass wir die Sachen, sag ich mal, jetzt im Herbst dann irgendwie... Ja, auf jeden Fall. Ich meine, eure Sachen, beziehungsweise jetzt gerade auch die Bush-to-Bush, auch im Ausland sehr erfolgreich. Balance Promote Charts sind die Sachen von euch immer sehr weit oben, wie ich sehe. Ihr kommt da bestimmt jetzt ziemlich viel rum als DJ-Team und seid ja eigentlich auch einzeln schon sehr lange DJs. Wie ist das so, wenn man jetzt auf einmal zusammen im Team auflegen geht? Naja, also wir haben eigentlich gerade erst damit angefangen, zusammen aufzulegen. Haben das jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gemacht. Und ich muss schon sagen, klar, es ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber auch mal eine neue Herausforderung, mal den Weg zu gehen, zu sagen, okay, wir spielen jetzt im Team und das heißt dann halt auch nicht, dass der eine 2 Stunden spielt und danach der nächste nochmal 2 Stunden, sondern schon irgendwie gemeinsam. Jeder spielt 3, 4 Platten und dann geht der nächste wieder darauf ein, was der andere vorher gespielt hat. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und
Hat aber den großen Vorteil, also wenn ich im Club stehe und nicht auflege, langweile ich mich immer tierisch. Und so ist man dann alle paar Minuten wieder irgendwie dran und dann ist der ganze Abend irgendwie ein bisschen interessanter. Und funktioniert das ganz gut, dass ihr dann eine gemeinsame Linie findet? Oder spricht man sich da auch ein bisschen ab, sage ich, ich spiele jetzt mal in die Richtung oder die so? Ja, also ich muss sagen, also wir haben uns ja damals kennengelernt, als wir gemeinsam auf Partys aufgelegt haben. Und da haben wir eigentlich festgestellt, dass das Ganze ganz gut harmoniert, auch musikalisch. Also insofern gibt es da wenig Probleme. Und ich meine, dadurch ist das ganze Projekt auch eigentlich so ins Leben gerufen worden. Und jetzt führen wir das halt einen Schritt weiter, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt nicht so abwechselnd, der eine fängt an, der andere hört auf, sondern wir kombinieren die beiden Sounds, die wir sonst so jeder für sich irgendwie ja auch schon in seinen eigenen Sets spielen. Und ja, ich glaube, das kommt ganz gut. Das ist eine spannende Sache. Wie sieht's denn aus mit einer neuen Single? Habt ihr schon was? Habt ihr eine Idee oder habt ihr schon eine fertig sogar? Ja, wir haben schon eine ganze Menge Material fertig. Haben im Prinzip das ganze Jahr über an verschiedensten Sachen gearbeitet. Unter anderem auch verschiedene Remixe. Da kommt jetzt ein Bush-to-Bush-Remix von dieser Gaggio, So Many Times. Dann haben wir noch für so eine Garage Band aus Los Angeles einen Remix gemacht, die nennen sich Taxi Doll, sind dort momentan ganz angesagt, die haben irgendwie, sind an einem Soundtrack, haben ein paar Tracks von Shall I Dance oder so heißt das, glaube ich, Darf ich bitten, mit Richard Gere und Jennifer Lopez. Und was haben wir, da war doch noch ein Remix, ach ja genau, für die neue Cooper Woof haben wir noch einen Remix gemacht, das war die Seite. Und dann haben wir halt auch diverse Singles, wobei wir davon einen Track jetzt halt auch verdealt haben nach Amerika, der wird also nicht, wie es bis jetzt war, immer auf Superfly erscheinen, sondern wir werden jetzt demnächst bei Saw Recordings veröffentlichen in New York, das ist das Label von Satoshi Tomy. Extrem fett. Ja, und das wiederum ist ja auch diese Deathmix-Gruppe, wo dann halt Leute wie David Morales, Frankie Knuckles, Hector Romeo und sowas dahinter stehen. Also es wird, glaube ich, eine ganz gute Koop. Ja, das seid ihr schon an den fettesten Namen dran, die man eigentlich so, wo man so dran sein kann. Wie sieht es denn aus mit einem Album? Ihr seid jetzt als Bush to Bush, das ist ja nicht einfach jetzt irgendein Projektname, sondern wie wir jetzt eben wissen, ihr geht auflegen, ihr seid als Artist auch dafür da und dann liegt es so eigentlich nahe, auch irgendwann mal an ein Album zu denken. Ja, also Album stand von Anfang an irgendwie auch oder spukte immer so ein bisschen im Hinterkopf rum. Auch die Art und Weise, wie wir die Tracks halt angehen. Vielleicht ist dem anderen oder anderen ja auch aufgefallen, dass wir auch so ein bisschen musikalische Bandbreite zeigen wollen auf der B-Seite unserer Singles, wo wir halt auch so ein bisschen Chill-Out-mäßiger werden oder auch sehr viel musikalischer und da auch mal ein paar experimentelle Wege gehen. Das zielt natürlich auch ganz klar auf ein Album mit mehr Material, auch mit mehr Variation als nur Dance. Mhm. Und die Sachen sind ja veröffentlicht auf Superfly, ne? Ist dein Label, André. Mhm, genau. Gab es doch bestimmt auch Angebote von Majors irgendwie nach dem Erfolg, hey, können wir das Projekt haben oder so? Und warum hast du dich entschlossen, auf deinem Label zu bleiben? Also ich muss sagen, dass das Angebot, wo ich wirklich gesagt hätte, super, das war auch wirklich nicht dabei. Also okay. Muss man auch ganz klar mal so sagen. Ich glaube auch, dass im Augenblick auch nicht die Zeit ist, sage ich mal, die Themen, die wir machen, also ich wüsste ich jetzt nicht, welcher großen Firma ich mir die Sachen dann vorstellen könnte. Also wenn jemand mit einem guten Angebot käme, würden wir uns das mit Sicherheit überlegen. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich intelligenter und langfristig klüger zu sagen, okay, zum Beispiel Soul Recordings machen jetzt auch zum ersten Mal ein Artist-Album. Aha. Mit Chap, das wird irgendwann jetzt im Frühjahr erscheinen. Und vielleicht geht ja auf dem Wege was, dass man halt mit einem anerkannten Independent-Label zusammenarbeitet, als direkt zu einem Major zu gehen. Das muss man aber im Einzelfall entscheiden. Ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, mache ich nicht. Nur eben das Top-Ding war auch einfach nicht dabei. Ja, okay. Ja gut, so ein schlagkräftiges Indie-Netzwerk ist unter Umständen auch manchmal eben hat mehr Power. Wie sieht's denn aus, eure nächsten Dates? Wo kann man euch hören? Zusammen oder einzeln? Also ich bin jetzt erstmal in Indien in den nächsten Wochen, werde in Neu-Delhi und in Bombay spielen und wir legen dann, glaube ich, zusammen, kann das sein, dass wir Karneval zusammen auflegen? Ich glaube schon, ja. In Düsseldorf. In Düsseldorf spielen wir, glaube ich, Karneval zusammen und ansonsten habe ich jetzt meine ganzen Dates auch gar nicht so im Kopf. Da kann aber jeder auf www.andrenalin.com gehen und dort alles nachlesen. Und bei dir, Gregor? Ja, bei mir kann man natürlich auch alles nachlesen, www.gregorwagner-einwort.com. Also ein Wort auch. Genau, das ein Wort bitte mitschreiben. Nein, und dann bin ich, jetzt im Januar habe ich ein paar Gigs. Ich bin in Dortmund, da gibt es einen neuen Club, der heißt Rush Hour. Dann bin ich auch bei meinen Freunden in Köln zur Wilden Muschi. Und dann meine Residencies in 3001 in Düsseldorf und im Exhibition. Gut, wir wissen Bescheid. Wir hören jetzt weiterhin Sound von Andrenalin und Gregor Wagner. Und
Wie gesagt, falls ihr noch mehr über die beiden wissen wollt, checkt einfach die Homepages. We'll be right back.
A3 Nürnberg Richtung Frankfurt zwischen Würzburg-Randersack und Würzburg-Kist Stau. A3 Nürnberg Richtung Würzburg zwischen Kreuz Bibelried und Rottendorf Stau. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Sinsheim Unfall 5 Kilometer Stau. Und A6 Nürnberg Richtung Mannheim zwischen Heilbronn-Neckarsulm und Bad Rappenau 3 Kilometer stockender Verkehr. Sunshine Live, Motorola Mix.